Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zum Teil 6 des Fremo-Treffens in Kloppenburg. Wer jetzt so ein Déjà-vu hat zum Teil 5, ja, es ist die gleiche Aufnahme am Anfang, aber jetzt geht es darum, von wo ich es gefilmt habe, nämlich von der Galerie, die sehen wir auch hier im Hintergrund, da steht auch so ein bisschen was rum und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Da gibt es also oben eine Galerie, dort waren, jetzt haben wir hier Regelspuren, ne? Die Schmalspurbahner, die also vorne und hinten an ihren Arrangement so eine Art Übergabebahnhof in Regelspur hatten. Also es war ein ganz kleines bisschen Regelspur. Es ist hier, weiß ich nicht, Epoche 3 wahrscheinlich, alles so ein bisschen gemischt. Ne? Also der Endbahnhof war jetzt, das ist hier DB, aber ich bilde mir ein, dass hier dann auch, sagen wir mal, was jetzt das Schmalspur, die Schmalspurfahrzeuge anging, das ist dann doch sehr bunt gemischt von diversen Bahnen. Wie es ja im Fremo normalerweise auch ist, ne? Dass eben auch bei Regelspur, dass eben alles aus allen möglichen Gegenden gemischt wird und teilweise auch noch verschiedene Bahngesellschaften. Und hier ist es halt genauso. Also wir sind dann hier irgendwo, was weiß ich, in Niedersachsen und sind dann irgendwo plötzlich ganz woanders und dann sind wir plötzlich bei den sächsischen Schmalspurbahnen und so weiter und so fort. Ja, das ist halt hier so gang und gäbe. Es war auch, ich muss auch sagen, das war da auch positiv überrascht. Also ist man ja meistens, also es gibt kaum schlechte Fremo-Arrangements, wo ich nichts finde, was gut gebaut und gut gestaltet ist. Das war natürlich hier genauso. Man hat dann so das eine oder andere Modul, was dann so richtig herausragt, aber das ist also alles auf einem, sagen wir, relativ hohem Niveau. Manchmal hat man so Sachen, die so ein bisschen älter sind, ne? Auch so von der Gestaltungsphilosophie, aber auch da hat man sich ja Mühe gegeben und hat da tolle Sachen gemacht. Ja, das ist auch schön mit den beiden Bächen. Ich kann natürlich hier auch nicht sagen, welche Betriebsstellen das sind. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich bin einfach nur einmal durchgelaufen und bin das Arrangement abgegangen. Es war sehr schade. Ich hätte mich hier gern auch mal mit ein paar Leuten unterhalten und hätte mir vielleicht das eine oder andere auch erklären lassen. Oder hätte auch mal einen fahrenden Zug gesehen. Die hatten also gerade irgendwie Pause und haben da so Besprechungen gemacht oder haben gegessen. Keine Ahnung, jedenfalls waren sie nicht im Betrieb und ich habe sie hier sozusagen in der Betriebspause überrascht. Ging mir so ein bisschen wie unten bei der Privatbahn, wo ja auch nur im letzten Video eine ganz kurze Sequenz drin war. Und da wenigstens ein fahrender Zug unterwegs war, hier haben wir sogar mal einen Namen der Betriebsstelle. Ort Gipsdorf, sind wir in Sachsen jetzt hier angekommen. Da muss ich mal gucken, ob das so stimmt mit dem Hosenträger. Das werden wir jetzt als Endbahnhof ein bisschen. Aber naja, ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist auch bloß der Name, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich bin da jetzt hier, wie gesagt, unvorbereitet da hochgegangen und hier haben wir ein Stück Feldbahn, das ist auch immer was Schönes. Da nochmal Feldbahn. Und die haben ja was, was wir in Hannover nicht in der Reihe gekriegt haben. Ich habe im letzten Film, da waren ja sogar schwarz lackierte Module dabei, da gibt es überhaupt keinen Norm dafür. Die haben ja hier alles grün.
Also da muss ich sagen, Hochachtung, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, meine Module jetzt wieder umzustreichen. Als ich in Fremer gekommen bin, war eigentlich so braun die vorherrschende Farbe. Jetzt geht's also bei H0 eher so in Richtung Grau. Also alle neueren Module, die ich sehe, oder viele neuere Module, die ich sehe, also mit außerhalb von Sachsen, die werden grau lackiert. Und ja, und dann hat es eben immer irgendwie bunten, alles bunt irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber warum er seine Module jetzt schwarz streicht, das ist mir, also vielleicht war es auch bloß die Aufnahme und es war jetzt ein bisschen ein besonders, es war auf keinen Fall irgendein genormter Farbton. Standen dann mal zwei Kollegen, die ich aber auch jetzt nicht interviewt habe, weil ich erstmal hier da durchgehen musste und dann auch keine Zeit hatte. Das ist ja ganz besonders schön hier, diese Ortsdurchfahrt. Also das ist richtig toll. Und dann hier in den Wald rein. So, und dann kommen wir dem Ende der anderen Strecke entgegen. Hier haben wir dann noch eine Brücke mit Dreischienengleis. Und den Endbahnhof. Einmal in Schmalspur, einmal in Regelspur. Also muss ich sagen, tolle Sache, hat mir sehr gefallen. Also da bin ich begeistert und es ist sehr, sehr schade, dass das eben hier der Zeit zum Opfer gefallen ist. Aber ich muss jetzt auch sagen, hier ist natürlich meine Epoche und das, was eben unten in der Halle war, jetzt auch ein bisschen wichtiger als jetzt hier zu Gast bei den Schmalspurbahnern zu sein. So eine Flasche mit irgendwelchen Leuten gut, das ist aber noch nicht so mein Fall. Ja. Was soll man dazu weiter sagen? Das ist eine sehr große Betriebsstelle hier. Da ist richtig was los und das auch noch in zwei verschiedenen Spuren. Dann haben wir hier noch einen schönen Blick in die Halle von oben, so wie wir das Video begonnen haben. So, das war schon alles. Ja, es tut mir leid, dass ich da nicht viel mehr Zeit hatte. Tut mir leid für die Kollegen, die sich dort oben auch Mühe gegeben haben. Und hier also nur kurz Erwähnung finden. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wir schließen damit auch jetzt die ganze Reihe des Kloppenburger Treffens ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gilt für alle 6 Videos, auch wenn das hier ein bisschen kürzer war. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.